Ich hab's schon gestern gesehen. Heute gibt's Hilfe von oben. Das sind die Kinder sicher gut zu motivieren. Und auch die bockigsten Schulverweigerer werden sich hüten, mich zu ärgern, wenn so eine wunderschöne Schneelandschaft vor der Türe ist. Ja, schaut euch das mal an. Heiße, geschätzte 7 bis 8 cm, wunderbares Weiß von oben nach unten. Ha! Ich bin der alte Knackerschmatz aus dem rostigen Städtchen Neulenkbach im Wienerwald. Und das ist unser Coronavirus-Tagebuch. Ich kann's nicht mehr lesen. Der Neulenkbach, 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 Neulenkbach. Flock. Flock. Flug, 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 Neulenkbach, Flug. Ah! In Sauseschritten ist es fast 14 Uhr geworden. Unglaublich. Wir haben ja unsere Mittagsrunde. Entschuldigung. Wir haben ja unsere Mittwochsrunde gemacht. Ihr wisst Bescheid. Und das heißt, wir haben einen beruflichen Termin gehabt und dann haben wir Semmeln gekauft von einem örtlichen Riesenunternehmen und Abverkaufskäse und echte Butter. Denn der alte Knack hat beschlossen, heute gibt's Butter. Und wie es weitergeht, zeige ich euch gleich ein bisschen später. Ich mach's so, ich mach's heute auf das Teller. So, Käse und Butter und Semmel. Und den Rest so in die Geschroppen selber machen. Ich habe nämlich einen Hunger. So schaut's nämlich aus. Ja, und dann werden wir gut essen. Dann gehen wir in den Kuhstall. Da habe ich nämlich heute den ganzen Tag schon rumgewerkt. Und dann zeige ich euch dort was. Ja! Super wird das. Um es mit den Worten der Jugend zu sagen. Erfolg! Wir haben gegessen. Wir sind super. Wir sind von uns so überhaupt. Das Schlachtfeld bleibt zurück. Die Amopas sind übrigens noch da. Könntest noch die Frage vom letzten Gewinnspiel beantworten. Jetzt werden wir mal schauen, ob der Kleine weiter ist und sonst gehen wir einfach. Denn wir müssen in den Kuhstall, um dort weiter zu tun. Ja, und da werden wir die Kinder irgendwie einteilen. Vielleicht könnten die was putzen. Das gefällt mir. Das ist ein guter Plan. Das ist optimal. Genauso werden wir das machen. Bevor ich es vergesse, ich habe unseren Hund elegantisiert. Wollt ihr das sehen? Ich zeig's euch. Ist der nicht fesch? Zeig mich mal. Ja, nicht mit der Nase. Also sehr fotogen ist er nicht, da kann man nichts dagegen tun. Das ist so bei uns. Da schaut euch das an. Ist das nicht fesch mit einer Lederkrawatte? Ein Lederkrawattelhund ist das. Der klimpert und scheppert und von und zu überhaupt ist der. Ganz super. Das ist doch ein YouTube-Video wert, oder? Ein fescher Hund. Dass ich das Halsband total falsch eingeschätzt habe und circa dreimal so lange gekauft habe, wie es notwendig wäre, sei dahingestellt. Aber zum Glück haben wir schon die Lederlocher in der Werkstatt. Und ich habe selbst persönlich noch 7 Löcher eingefügt. Und jetzt ist das überhaupt kein Problem, den Hund. Weil, schaut's, er steht ein bisschen unsicher da, oder? Der Hintern so verbogen und so. Ach so, das ist jetzt, weil der junge Mann da mit dem Plastik raschelt. Der glaubt, der bekommt was. Das ist etwas, was der Hund noch nicht verstanden hat. Nur weil es raschelt, heißt das nur lange nicht, dass man was kriegt. Ja. Es geht dahin, ich bin im Kuhstall. Da sind bereits mehrere junge Leute damit beschäftigt, Kabel einzuziehen. Und hier sind andere junge Leute beschäftigt, um Kabel zu suchen. Es ist unglaublich, was sich hier abspielt. Wir haben schon locker 7 Computer aufgebaut, die jetzt gerade verkabelt werden. Und wenn alles klappt, werden die dann über die Bankfächer mit Strom versorgt. Und dann wird ein Feuerwerk geben von Kurzschlüssen wahrscheinlich. Und dann werden wir da einen nach dem anderen in Betrieb nehmen. Wir haben sogar schon die Netzwerkverkabelung in Arbeit. Schaut, wie fleißig der junge Mann die Stecker auflegt. Ich hoffe, du verwendest die untere Reihe auch. Naja, wenn die obere voll ist, verwende ich die untere. Der junge Mann hat keine Ahnung von uns überhaupt. Aber das macht nichts, Hauptsache er steckt es an. Ich bin hier im Kuhstall, liebe Freunde der Blasmusik, und es ist viel passiert. Wir haben heute erfolgreich den Tisch so weit aufgebaut, dass die Computer mal ungefähr dort stehen, wo sie hingehören. Und das zeige ich euch jetzt.
denn ich finde das ganz toll. Schaut euch das mal an. Ja, da sind schon ein paar eingeschalten. Das habe ich jetzt selbst persönlich für euch höchstpersönlich die wichtigsten Computer gemacht. Hier haben wir einen 386er mit Windows 3.1. Hier haben wir einen 486er mit Windows 3.11. Hier haben wir einen Pentium 1 mit Windows 95. Und hier sei anzumerken, dass der egal. So, dieser hier hat einen Original von mir heute bekommenen IBM 14 Zoll Super VGA Bildschirm. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ich muss das Display drehen, damit ich euch da ein schönes Titelbild machen kann. Hört ihr mir da die Nase so? So. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ist original der Bildschirm, den ich als erstes von meinem Vater bei der Firma Niedermeyer im Donauzentrum gekauft bekommen habe. Ein genialer. Dieser Bildschirm schafft 1024x768 und das flimmerfrei. Kann sich so mancher heute aus abschauen. Auf 14 Zoll. Und das ist original nachgebaut, mein erster Computer. Ihr wisst der Original nicht mehr, weil der ist schon verbrannt und entsorgt. Aber das ist auch aus Amerika importiert und nahezu ident. Und das, meine Freunde der Blasmusik, ist der Syncmaster 17 GLSI. Nicht der GLI mit 028 Lochmaske, sondern der GLSI mit der 026er Lochmaske. Diesen Bildschirm habe ich mir original vom Geld meines ersten Lehrjahres gekauft. 12.990 Schilling hat der gekostet. Das ist original der Bildschirm. Jetzt werdet ihr sagen, ja, was hast du denn mit dem gemacht? Warum ist denn der so verbeult und von uns so überhaupt kaputtet? Das liegt daran, dass der in meiner Wohnung war, wie sie ausgebrannt ist. Ja, ein lieber Freund, Techniker, war so nett und hat ihn mir wiederbelebt. Mit Hochdruckreiniger und Co. und Löten und Liebe und Bussi Bussi. Und deshalb funktioniert der heute noch. Der war beim Bau des Seidler Filmstudios A auf der Baustelle und hat mir ein CD-Player-Bild verliehen. Ja, und der Rechner Pentium 1 ist einer der ersten Computer, die ich jemals selbst assembliert habe. Der Herr Kisser hat in seiner Zeit gekauft. Und ich habe gerade festgestellt, dass noch die Originalinstallation drauf ist. Was vielleicht nicht so geschickt ist im Museumsbetrieb, aber das werden wir schon noch beheben. Da kommt nämlich drauf ein Windows 95 und ein Office 95. Ich schätze mal Windows 95 B, C, D. Werden wir machen. Ja, das sind einmal die wertvollen Informationen. Und dem nicht genug. Ich habe heute auch die Flipper umgestellt. Jetzt werdet ihr sagen, ja, wozu hast du denn die Flipper umgestellt? Die sind doch eh so wunderschön da gestanden. Das kann ich euch verraten. Wir haben hier den ehemaligen Kuhstall. In der Kuhstall hat er diese Stufe. Wenn ihr seht, ringe ich um jeden Millimeter. Jetzt mache ich so. Noch nicht? Oh ja, jetzt steht der hinten an der Wand an. Und hier vorne braucht er nur 10 cm vom eigentlichen Raum. Und daher rühmen die Kollegen, die brauchen fast gar nichts mehr vom eigentlichen Raum. Und deshalb stehen jetzt da. Hier sind schon aufgereiht Pentium 3, Pentium 4. Core 2.2 schätze ich mal, keine Ahnung. Noch einer. Da gibt es eine Liste. Und ebenso habe ich schon entschieden, wie hier diese Ausstellungsbereichgeschichte wird. Schaut euch das an. Da stehen jetzt die Schultische und nicht mehr diese komischen Bänke. Und ich habe ganz links außen alle Bandlaufwerke, die man so produziert hat. Musikkassette, DAT und Digital Compact Kassette, also DCC von Philips. Hier kommt ein Stapel mit den Scheiben. Das heißt, also unten sind natürlich noch die VHS und VHS. VHS und Super VHS und ein Tonbandgerät liegt auch drauf. Wird das dann geschlossen? Da gibt es die Scheiben, kommt CD, Minidisc, DVD, vielleicht irgendwann mal Blu-ray dazu, das ist noch zu aktuell. Da unten kommen dann noch die Platten. Ich glaube, sonst gibt es gar keine Scheiben, oder? Platten? CD? Hm?
Hier kommt meine original erste Stereoanlage her, sofern ich sie noch finde. Der CD-Player ist jetzt nicht exakt der, aber es ist schon ein guter Ansatz, er ist sehr ähnlich. Denn den Original, meinen gibt es nicht mehr. Meine große Stereoanlage kommt her, die Philips. Und hier kommt her die Silber, steht schon da. Wobei das nicht original meine ist, sondern original nicht meine. Die habe ich am Flohmarkt gekauft um heiße 5 Euro. Wahnsinn! Ich habe sie geliebt, was ich die mitgeschleppt habe. Und hier sind noch die schrecklichen Erinnerungen an den Turnunterricht, ans Zirkeltraining und an Musikgymnastik. Oh, habe ich das gehasst. Gruß an die Frau Bergmann an dieser Stelle und an den Herrn Eisner. Die werden auch vielleicht noch mal einen neuen Schaumgummi bekommen, denn dieser Schaumgummi ist original selbstauflösend, wie ihr seht, aber das wird das geringste Problem sein. Und die Dinger sollten funktionieren, die habe ich schon mal getestet vor ein paar Monaten. Das Beste ist, ich dachte immer, den hat es gegeben in der Schule, den Mono-Dings mit einem Kassettendeck. Ich dachte immer, den habe ich geliebt, in dem Prospekt habe ich mir den immer angeschaut, dass der doppelt so groß ist, ist er aber nicht, schaut's mal. Der ist um ein Eck niedriger als der andere. Die Philips mit ihren Soundmachines, die haben schon schlimme Sachen gemacht. Ja, und der Plan ist, dass diese Soundmachine hier als Verstärker dienen wird. Alle diese Geräte möchte ich, also nicht die Anlagen, aber alle diese Einzelgeräte möchte ich an den anschließen zum Verstärken, dass man ihn spielen kann. Sie sagen, ja, wie, der hat ja nicht so viele Eingänge, der hat ja genau original einen und Mikrofoneingänge und Gitarre. Ist der Gitarreneingang kompatibel mit Plattenspielern? Wisst ihr das? Ist das Signal ident? Werden wir herausfinden. Da ist der Plan, dass mein Vivanco heißgeliebtes Mischpult zum Einsatz kommt. Theoretisch. Das ist nur Mikro. Das ist auch nur Mikro. Nochmal einen Plattenspieler oder CD. Plattenspieler oder CD. Tape, Tuner sparen wir uns, Radio, da müssen wir vielleicht, schauen wir mal. Und haben noch ein Line, da steht sogar Notebook, da habe ich mal in der Spielhalle den Ton gemacht damit. Das ist der Plan, dass ich das alles anschließe. Der hat nämlich ziemlich viele, schaut mal, wie viele Anschlüsse der hat, der ist ganz toll. Und wenn es nicht reicht, liebe Freunde der Blasmusik, wenn die Anschlüsse nicht reichen, Menschen, ich habe den ganzen Tag da gearbeitet, die haben Kabeln gefädelt, die ganze Netzwerkverkabelung gemacht. Wenn die Kabeleien nicht reichen, dann hängen wir einfach mein zweites Vivanco noch dazwischen. Ich hoffe, das finde ich noch. Das müsste noch im Lager drüben sein. Ich habe noch ein sechsspuriges. Schaut mal, da steht schon der wunderbare Edimax Switch, auch einer der ersten, die ich verkauft habe. Mit allen 16 Leitungen. Da steht schon der Print-Server und an den Print-Server ist schon angeschlossen der Star LC200, den haben wir schon mal getestet. Und der LaserJet 4000 und den habe ich selbst persönlich jetzt gerade getestet. Der druckt. Schaut euch das an. Wie schön der das macht. Nee, das ist nicht der aus dem Büro. Im Büro steht der 4050er und das ist der 4000er. Die Pickup-Kits muss ich tauschen. Die habe ich auch sogar da. Die habe ich drüben liegen, die Pickup-Kits. Also, kann man alles machen. Also, der große Plan ist jetzt, und jetzt kommt nämlich, jetzt kommt die Spinnerei. Der große Plan ist, dass ich jetzt ab Windows 3.1 die Dinge alle fernbedienbar mache. Somit Remote Control, so fernwartungsmäßig. Ich weiß, das ist lange Zeit gegangen mit PC Anywhere. Das war von Semantic ein Ding. Die haben das voll in den Sand gesetzt. Die haben so viel Geld dafür verlangt, dann haben sie es nie verkauft. Und jetzt muss ich schauen, wie weit UltraVNC zurück kann. Denn UltraVNC würde ich gerne machen. Und wenn das nicht reicht, dann mache ich dann auf den älteren PC Anywhere noch so dazwischen. Ich glaube, bei Windows 3.0 hat es das noch nicht gegeben, oder? Das würde mich wahnsinnig, also sowas würde mich wahnsinnig reizen. So, jetzt werden Sie fragen, ja, warum stellst du denn das alles auf? Warum hast du dir jetzt die Arbeit angetan? Hast du den Tisch umgebaut? Hast das alles ausgemurkst? Erstens, weil es einmal fürs Kindergarten notwendig ist. Ich will das ja demonstrieren, ihr wisst, was ich meine. Und zweitens geht es noch immer um unseren 8530. Ihr wisst ja, ich kriege die Software nicht drauf. Und ich möchte eine Lapling-Session machen. Und eine Lapling-Session kann ich erst machen, wenn ich mehrere Rechner habe. Und zwar original einen von diesen Kollegen. Denn diese Kollegen, und ich weiß gar nicht, ob der Kollege da schon, habe ich denn eine Netzwerkkarte eingebaut? Mach mal. Ja, mein Sohn hat schon angeschlossen. Da müsste schon das Lämpchen leuchten. Da vorne und zu Wien.
Der Plan ist, dass ich entweder auf den 386er oder auf den 486er per Netzwerk von meiner NAS über meinen Arbeitscomputer, ich habe die SMB1 freigeschalten. Ja, ich bin so. Ich mache das. Ich schalte einfach SMB1 frei. Ist mir doch Schnuppe, was die erzählen für mich. Ist doch ein Privatnetzwerk. So, schieße ich da per SMB1 auf einen dieser Rechner die Installationsmedien für Word 1 und Excel 2. Wobei ich Excel 2 noch immer nicht auf Deutsch habe. Wenn irgendjemand Excel 2 hat, ich suche Excel 2, ich zahle auch gut dafür. Ja? 2.0 für Windows von und zu langer Zeit. Und wenn ich die Installationsdateien da drauf habe, dann baue ich eine Lapling-Session auf zum XD über die serielle Schnittstelle. Das ist der große Plan. Vielleicht auch die Parallele. Seriell wäre man, glaube ich, lieber. Da weiß ich nämlich, wie die Null-Modem-Kabel ausschauen. Beim Parallel ist immer so die Sache, ist es jetzt gekreuzt oder nicht? Oh, da muss man sich auskennen. Das ist immer schwierig. Dann baue ich hierher die Session auf, schieße die Installationsmedien rüber und dann installiere ich das. Und pass auf, jetzt kommt der Überhammer. Dann liegt es auf dieser Festplatte, die da so daneben liegt. Und mit der fange ich natürlich überhaupt nichts an. Katastrophe. Und deshalb, haltet euch fest, habe ich mir heute 8-Bit ISA Adapter bestellt, die theoretisch eine solche Festplatte vorgaukeln, in die man eine Compact Flash-Karte reinsteckt. Da habe ich auch welche bestellt, ein Gigabyte Compact Flash habe ich bestellt. Die baue ich da ein. Und der große Plan ist, diesen Computer eine MFM-Platte vorzugaukeln mit diesem Controller in einer Steckkarte und das darauf zu installieren. Und dann kann ich alles zeigen. Und wer es authentisch haben will, der kann das Ding dann von den Disketten starten, bootet das Ding hoch mit Diskette, Windows 3.0, alles schon da, wisst ihr, habe ich schon gemacht. Und wenn ich will, boote ich ihn von der internen SSD, also Compact Flash, das ist der Plan, Compact Flash ist eine SSD, ja, also SSD, und habe dann die ganzen Spielereien drauf. Ja, und ich gehe einen Schritt weiter. Ich plane sogar, mich irgendwann damit zu beschäftigen, dass ich da ein Netzwerk mache mit dieser alten Gurke. Ich habe keine Ahnung, wie man in DOS ein Netzwerk macht. Vielleicht mit Novell, da gab es mal so böse Sachen. Ihr wisst es, ja. In den Mainframes. Und das ist... Ich rieche gerade, ob irgendwas streng riecht, denn das ewig rumgestanden ist. Das ist der große Plan, das für den Betrieb zu nehmen. Ja, und noch dazu. Stehen jetzt die Flipper da drüben und hier habe ich schon erfolgreich den Tisch aufgebaut, der vorher hier gestanden ist. Und der Tisch wird eine Präsentationsabteilung für alte Wiedergabegeräte. Ihr seht schon einen Color TV-Kollegen. Ich hätte im Lager unten noch die richtig alten Fernseher. Vielleicht sollte ich sowas raufholen. Wo stelle ich denn das wieder hin? Ist ja wieder kein Platz. Vielleicht da ein Sender. Da könnte ich so einen alten Fernseher hinstellen. Und da kommen jetzt noch alle möglichen Dinge von Anzeigen. Der Overhead steht auch schon da, ihr wisst. Der Beamer steht auch schon da. Also alles, was an die Wand wirft. Super 8, Dia-Projektoren, die kommen da dazu. Da muss ich mich allerdings zuerst mit meinem Vater gutstellen, denn die sind noch in meinem ehemaligen Kellerraum im anderen Haus. Und teilweise noch am Dachboden. Ob man da noch rauf kann? Puh, da habe ich so richtige Lager. Da müsste es auch noch Microsoft-Werbematerial von 1995 geben. Windows 95 Promotion-Pakete muss es da noch geben. Ganz tolle Sachen. Das ist der große Plan, mir das zu holen. Und wenn ich das Zeug dann da habe, dann tue ich da rum. Tja, ich hätte gerne einen Remote-Desktop für dieses Windows 3.1. Dann könnte ich das bequem von meinem Computerarbeitsplatz machen. Und theoretisch, wenn ich VNC drauf habe, kann ich einen File-Transfer auch machen. Da könnte ich ja das Windows, wie es drüben installiert ist, einfach rüberschießen aus meiner virtuellen Maschine. Das wäre ja praktisch. Da habe ich noch viel vor. Das mache ich mal, wenn das Kindergarten genehmigt ist, wenn eröffnet ist, wenn alles so läuft, wie es soll. Dann werde ich das machen. Der Bildschirmzug, der hat irgendein Problem. Der braucht ein bisschen Liebe. Vielleicht wird man da unseren Techniker nochmal engagieren.
So, jetzt weiche ich die Kollegen herunter. Man sieht, dass diese Tastatur hier nicht gehört, denn die hat schon die Windows-Tasten da. Da wäre noch Moment, ein IBM-Keyboard habe ich doch irgendwo rumliegen gesehen. Nein, das ist ein Victor. Schere habe ich. Die eine IBM-Tastatur habe ich selbst persönlich zerstört heute, oder gestern, wie ich diesen Pin rausgezogen habe. Schau mal, da liegt auch noch eine Schere. Die haben alle schon die Windows 95-Tasten. Das geht natürlich nicht. Wir brauchen unbedingt eine authentische Tastatur ohne Windows 5, ohne Windows Keys. Das werde ich mir noch organisieren. Ich werde das selbst mit da oben liegt auch noch was. Auch mit Windows-Tasten. Ich muss zugeben, ich habe eine Zeit lang ziemlich viel weggeschmissen. Man lernt dazu. So, genug geschwafelt. Jetzt werde ich hinaufgehen, euch die Covid-Zahlen vorlesen und schauen, ob die Kinder im Bett sind. Schlecht war es ja nicht, wenn sie im Bett sind. Aber so. Schauen wir mal die Zahlen und Fakten. Es ist das 27.01. Es gibt 1606 laborbestätigte Fälle, 53 Verstorbene. Es gibt 1681 Genesene. Es gibt 114 7-Tage-Inzidenzen. Es gibt 405.529 laborbestätigte Fälle. Aktive Fälle inklusive Spital 22.472. Im Spital ohne Intensiv 1.583. Auf der Intensiv 313, das sind minus 8. Durchgeführte Testungen 8.906.083. Verstorbene 7.515 und Genesene 375.542. Die Nachmeldungen 133 und die letzten 4 Tage im Vergleich. 23.01. sind 1.278 laborbestätigte Fälle. 24.01. sind 923 laborbestätigte Fälle, 25.01. sind 1.472 laborbestätigte Fälle und 26.01. sind 1.478 laborbestätigte Fälle. Warum ich jetzt ein bisschen kritischer schaue? Sie haben nicht geschlafen. Da gibt es einige, die mir erzählt haben, ja, ich bin so müde vor 2 Stunden, so, ich muss jetzt ins Bett und jetzt sind sie im Bett und lesen. Und morgen stehen sie wieder auf und granteln herum. Ich will keine Namen nennen. 2 von 4, malt es euch aus. Ansonsten, ich finde, der Tag war heute ausgesprochen erfolgreich. Ich bin entzückt, möchte ich nur sagen. Ich bin entzückt. Ich habe heute nicht vergessen, dass ich gegen Mittag weg muss. Hab das gemacht. Ich habe die Milch gekauft. Ihr wisst, wir haben Semmeln gegessen. Alles im grünen Bereich. Die Computer laufen. Da fällt der FI. Und das Spannende ist, der FI fällt, ich dachte, es ist der letzte Verteiler. Er fällt oft eine halbe Stunde nicht, dann fällt er und dann fällt er wieder alle 2 Minuten. Ich tippe mal auf eine schlechte Verkabelung von uns überhaupt. Jetzt wird natürlich das Bedürfnis größer, die Verkabelung zu korrigieren. Das würde auch sehr gelegen kommen, denn die Verkabelung muss ja überhaupt korrigiert werden, damit ich dann vom Haupt Sicherungsschalt, Zentralschalt, Dings, die Bums, die in der Erdlin Spielhalle, das lasse ich dort. Es wäre viel praktischer, wenn das natürlich herunten wäre bei mir. Aber oben ist ja alles fertig. Da braucht man eigentlich nur ein paar Kabel anklemmen und alles ist. Lassen wir es dort, oder? Ja. Da muss ich jetzt noch ein dickes Loch bohren von der Spielhalle in den Rübenkeller. Und dann muss ich vom Rübenkeller in den Kuhstall. Das ist ein bisschen eine Herausforderung. Warum? Zwischen Rübenkeller und Kuhstall ist so circa eine 1,5 Meter dicke Wand. Also nicht nur Wand, da ist Wand, Erde, Schutt, Strohreste, was man halt früher alles so zwischen Wände reingeschüttet hat. Und dann ist wieder eine Steinwand. Und da müsste ich durch. Hypothetische Annahme. Ich finde jetzt, ich mache das mit so einem, wir haben da so lange Bohrer für die Hilti. Ja, so. Ich glaube, 1 Meter lang sind die. Hypothetische Annahme. Ich bohre mit dem jetzt durch und dann komme ich erfolgreich mit dem Bohrer da durch. Kriege ich das Kabel nicht durch, weil ja das Kabel dann dazwischen in diesen Hohlraum fällt. Da haben wir noch viel, also das wird echt spannend. Aber mache ich jetzt da 2 Kabel, hätte das den Riesenvorteil, dass ich dann eine Stromleitung hätte, also eigentlich gern 3,
Nein, mache ich zwei Kabel, dann hätte ich eine Stromleitung für Flipper und diese Elektronikgeschichten, so diese Kassettendecks, die CD-Player und diese Geschichten. Und eine Leitung würde ich machen für die Computergeschichten. Wäre eine super Sache. Die Frage ist nur, wer macht's? Ich meine, morgen würde sich ja anbieten, weil ja meine Frau nach Hause kommt und die ist dann noch kurz bei den Pferden und dann kommt sie rein. Und da könnte ich ja theoretisch, und ich meine Lockdown, warum nicht? Aber das ist schon etwas, wo sich mir alles im Gedärme. Ich weiß schon, man müsste bohren, den Bohrer nicht mehr rausziehen, sondern an dem Bohrer gleich ein Kabel ankleben oder eine Stange ankleben, was auch immer, und dann das gleich durchschieben, dass es drüben reinfällt, dann hätte man das Kabel durch, das ginge schon. Aber da muss man wieder Stecker montieren, aber Stecker hätte ich auch. Ich hätte ja sogar die Stecker. Ich habe ja alles da. Die gute Nachricht ist, dass meine Netzwerkleitung, die ich im Jahr 2001 gemacht habe, da habe ich so unterm Estrich habe ich so ein Cat 5 Quetschkabel, nicht Verlegekabel, sondern Quetschkabel, habe ich so gezogen durch Heizungsrohre, weil ich natürlich vergessen habe, Verrohrung zu machen. Inzwischen könnte ich mit der Hilti durch die Wand durchmachen, die ist nur 80 cm dick. Aber dann ist ja die Gefahr, dass ich am anderen Ende dann den Heizkreisverteiler erwische. Also jetzt verwende ich dieses Cat5-Kabel, das so durch das Heizungsrohr durch den Fußboden geht. Und dann geht es über die Stufe der ehemaligen Futtertröge und rundherum. Und das habe ich halt angesteckt und auf Anhieb hat das funktioniert. Ich bin eigentlich sehr stolz auf mich. Also wenn ich schon vor 20 Jahren so, und das sind 20 Jahre, 19,5, ich weiß, wenn man das vor 20 Jahren gemacht hat, und es wäre doch schön, wenn wir heute das Kindergramm aufsperren, denn jetzt sind es 20 Jahre, alle 20 Jahre neuer Geschäftszweig. Ja, man darf es nicht besuchen wegen Covid. Aber ich glaube, jetzt habe ich genug geredet für heute. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Mal schauen, was wir morgen alles machen. Vielleicht bohren wir. Ja, oder wenn es mich überkommt, mache ich Lapplink. Ich bin ja für jeden Spaß zu haben. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem YouTube-Kanal. Thank you.